irgendwie, glaube ich, funktioniert es nicht. Ich weiß es nicht. Na, unten ist ein Button, wo du drücken kannst und dann ist das Video zu sehen. Wo Kamera steht. Aber wahrscheinlich ist es die falsche Kamera. Nee. Das ist wieder die falsche. Kopf. Das geht. Also, okay, das ist jetzt auf den Kopf. Okay. Okay. Hallo erstmal. Das ist ja lustig. Mal was ganz anderes. Und wenn du die Kamera umdrehst? Dann muss ich den Computer umdrehen. Ach so, okay. Das ist eingebaut. Ich soll einfach einen Kopfstand machen, aber da bin ich nicht so gut. Okay, soll ich dich auf den Kopf einschalten oder nur Audio? Was kann man mit dem PC machen, dass man das auf den Kopf stellt? Ja. So wirklich witzig ist das, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Warte mal. Nee, es bleibt. Doch, also, okay. Nicht. Okay. Gut, dann machen wir nur Audio, ja? Ja, bitte. Okay. Aber schön, dich mal so zu sehen auf den Kopf. Die Realität ist manchmal auf dem Kopf. Sieht gut aus. Ja, so ist es. Okay, dann grüßen wir Iris Sedran aus München. Wir haben einiges zusammen gemacht und wir freuen uns. Und du bist Spezialistin auch im Bereich Wertschätzung, ne? Dann gebe ich dir gleich das Wort. Du brauchst keine Fragen, weil du hast so viel Erfahrung, dass wir 2 Tage füllen können. Oh Gott, Gigi, ja, und dann bin ich auch noch eine Frau, die so viel Vokabeln übrig hat. Erstmal freue ich mich für die Einladung zu euch ins Studio. Ich freue mich, euch einfach wiederzusehen. Ich sehe euch richtig rum und habe schon gespannt zugehört, was die Referenten vorher zu sagen hatten und finde es großartig, dass ihr uns das Forum ermöglicht, über Wertschätzung zu sprechen. Und wie eben mein Vorredner schon sagte, ihr macht es einfach aus freien Stücken, aus dem Herzen heraus. Und das ist eure Art auch, so wie ich euch kennengelernt habe, Wertschätzung zu zeigen und das ist einfach großartig. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Wirklich fein. Okay. Ja, was habe ich zu Wertschätzung zu sagen? Ich habe in einer Ausbildung, ich dachte, es war eine Teamausbildung, aber in Wahrheit war es ein Managementsystem. Da wurde ausschließlich mit Anerkennung, Ermutigung und Wertschätzung gearbeitet. Das ist das, was auch in der Hirnforschung bekannt ist. Nur das bindet, also löst diese Bindungshormone aus und schafft wirklich ein emotionales Commitment zum anderen. Und wenn man es ohne probiert, dann braucht man nur in die Schulen zu gehen, dann herrscht wenig Wertschätzung, leider, aber es beginnt mehr zu werden und das ist gut so. Ja. Damit wir die Kinder wirklich auch ermutigen, ins Leben zu starten und nicht irritiert zu sein durch die ganzen Korrekturen, die vorgenommen werden. Wertschätzung hat für mich natürlich mit Intuition zu tun und sie verändert sich auch, so wie Intuition sich verändert. Wenn ich an dem Thema Intuition arbeite, heißt es, ich arbeite erstmal an mir, an meiner Wahrnehmung und schaue, was mir ich bei den anderen überhaupt war. Und wenn man noch nicht so geübt, dann nimmt man nur die außenliegenden Dinge unter Umständen wahr. Auch das ist in Ordnung. Der nächste Schritt ist es dann auch, den anderen gegenüber zu äußern. Das ist dann der nächste Schritt, das fällt vielen sehr schwer, weil wir es gar nicht gewohnt sind. Aber je mehr man es trainiert, desto einfacher wird es auch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich einfach mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auf andere Leute so zuzugehen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen. Je weiter ich meine Intuition schule, desto treffendere Dinge kann ich über einen Menschen sagen oder wahrnehmen und dann sagen. Ich erinnere mich noch sehr gut, Jeet, als du vor bestimmt 6, 7 Jahren in
hier in der Nachbarschaft von mir noch gewohnt hattest. Und ich war auf einer deiner Veranstaltungen im Peppermint Café. Peppermint Lounge. Peppermint Lounge, ja, ja, Sabine, genau. Da hattest du eine Wertschätzungsveranstaltung gemacht. Vor 7 Jahren stand ich noch ganz woanders als heute. Und ich dachte mir erst, ey, was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Das ist so anders gewesen für mich, so neu, so überraschend. Und im Laufe des Abends wurde ich dann auch ein bisschen lockerer und vertrauter. Und dann hattest du so eine Wertschätzungsrunde gemacht und hattest die Leute so wahrgenommen, wie sie sind und ihnen das auch gesagt. Und das ist überwältigend schön gewesen. Als ich dran war, hattest du etwas gesagt, was ich an mir als Selbstverständlichkeit wahrgenommen hatte. Das war für mich da. Aber du hast es als etwas ganz Besonderes wahrgenommen. Und ich zehre heute noch davon, nicht zehren, sondern ich verwende es heute noch ganz oft als Zitat, weil du vollkommen recht damit hattest, was ich so abgetan habe, naja, das passt schon. Also wie wir Frauen vor allen Dingen auch oft so sind, dass wir gar nicht in unserer eigenen Wertschätzung sind, sondern unsere ganzen Talente als, ja, passt schon, abtun, statt sie wirklich mal herauszustellen und als das hinzustellen, was sie sind, ein großes Geschenk. Und das, was du damals an mir wahrgenommen hattest, mache ich ja heute tatsächlich im realen Leben. Du hast gesagt, ich habe eine Gabe, die Menschen zu verbinden, die zueinander passen. Oder, ja. Und es ist tatsächlich so. Ich fand damals spannend, als du das gesagt hast. Und heute sehe ich über das Netzwerk, was ich ins Leben gerufen habe, ich kann diese Menschen verbinden, die zueinander gehören. Ich kann die Menschen an einen Ort zusammenführen. Das ist einfach eine meiner Stärken. Und mir fällt es sehr leicht. Es ist ein Geschenk. Und du hast mir aber dieses Geschenk, was ich auf dem Weg mitbekommen habe, benannt. Und das ist, was für viele Leute fehlt. Alle haben wahnsinnig viele Talente, Einzigartigkeiten in ihrem Leben und können sie nicht benennen, selber benennen. Und deswegen finde ich so schön, wenn jemand von außen es benennt. Und das löst natürlich in der Seele etwas aus bei einem Menschen. Und eigentlich ist es größte Freude, weil die Seele direkt angesprochen wird. Also ich habe das damals als sehr stärkend empfunden. Und jetzt, als ich diese Ausbildung durchlaufen bin, wo es wirklich nur um Anerkennung, Ermutigung und Wertschätzung geht, in Unternehmen merke ich, wie ausgehungert die Leute sind, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Also gehört werden sie ja auch schon nicht mehr oder sie trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie zu sagen haben. Also die Intuition wird ziemlich gedeckelt. Und deswegen ist es sehr, sehr wertvoll, auch mit so einer Haltung zu einem Menschen zu gehen. Und das mache ich zum Beispiel, die Haltung, die ich einnehme. Ich sehe immer das Beste im anderen, denn das lockt das Beste aus dem anderen und aus mir selber hervor. Also ist ganz nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich möchte es auch gerne als Zitat von Werner Bauer benennen, dem Ausbildungsleiter der Streitwerk-Methodik. Und es ist wirklich so, wenn ich jemanden begegne, wir sind ja fast schon konditioniert als Kinder, weil wir an unseren Fehlern gemessen werden, diesen Blick, was macht jemand falsch, haben. Es kostet dieselbe Energie, ist aber eine viel freudvollere Energie, wenn ich schaue, was hat der andere Mensch Wertvolles an sich? Es ist derselbe Blick auf denselben Menschen, aber es stärkt einen selber, weil man sich wirklich mit den Herzen verbinden muss. Anders geht es nicht. Und wenn man das Herz des anderen so, und man muss sich auch wirklich gegenüberstellen, von Herz zu Herz. Und wenn man dann dem anderen auch in die Augen schaut, das fällt auch einigen schwer, aber das geht, das ist auch eine Trainingssache, dann sieht man plötzlich den anderen. Und das
kann man trainieren und üben. Und dann kommen Dinge zu einem, die man über die anderen eigentlich nicht weiß, aber die sind auf einmal da. Dann kann man etwas über jemanden sagen, den man vielleicht das erste, zweite, dritte Mal sieht. Und das ist Wertschätzung. Und das lässt den anderen sehr, sehr wohlwollend zurück. Und dann ist eine Atmosphäre geschaffen, in der man tatsächlich vertrauensvoll sein kann, ja, weil man weiß, dass man so, wie man ist, gesehen wird und dann auch sein kann. Also das ist ein großartiges Thema, wenn man Menschen mit Wertschätzung begegnet. Du siehst, nach 7 Jahren habe ich deine Worte noch im Ohr. Genauso stark wirken aber auch Worte, die in das Negative hineingehen. Und das sind einfach diese ganzen prägenden Momente im Leben eines Menschen. Und je näher die Bezugsperson einem ist, desto tiefer sitzt auch das, was man hört. Gilt in beide Richtungen, positiv wie negativ. Wir sind hier bei Wertschätzung. Also ich kann auch alle Eltern nur ermutigen, den Kindern wirklich wertschätzende Dinge mit auf den Weg zu geben. Also einfach dieses kleine Wesen sehen, wie es ist, und es einfach auch so sein lassen können, wie es ist, und nicht nach seinem Muster formen wollen oder nach seinen nicht gelebten Anteilen irgendwie verändern wollen, sondern nur das sehen, was dieses Wesen einfach mitgebracht hat. Und können die Kinder Höchstleistungen vollbringen. Alle Menschen können das, aber bei Kindern, wenn die so ins Leben hinausgehen, also ich würde keine Klienten haben, wenn alle Eltern oder auch Lehrer, die engen Bezugspersonen, dieses umsetzen könnten. Weil wer seinen eigenen Weg immer wieder mal gesagt bekommt als Kind, das ist sehr gut, weiß ihn auch, kennt diesen Wert. Wer es nicht gehört haben in unserer Kindheit, in diesen prägenden Jahren, dann müssen wir uns einfach auf den Weg machen, zu erfahren, wer bin ich eigentlich, welche wegen mir drinnen. Und wenn man so wertvollen Menschen wie dir und Biene begegnet, bekommt man es auch noch im hohen Erwachsenenalter gesagt. Und auch dann wirkt es weit und nah. Also dieses kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Seht euch wirklich die Leute an, seht, was sie mitbringen an Talenten, und sagt es ihnen. Und das schult auch die Intuition. Wenn ich trainiere, einen Menschen immer mit diesem wertschätzenden Blick zu begegnen, schult es meine eigene Intuition. Ich sehe plötzlich, höre, also es gibt ja verschiedene Kanäle auf der feinstofflichen Ebene, die ich dann dadurch trainiere. Und mit einer gut geschulten Intuition ist eine sehr tiefe Wertschätzung des Gegenübers möglich. Und das ist mir immer ein großes Anliegen, dass ich meine eigene Intuition erstmal schule und natürlich auch meinen eigenen Wert erkenne. Und dann kann ich das auch weiterbringen zu anderen Menschen. Ja, es mag langweilig sein, nur im Monolog mich zu hören. Ihr dürft mich gerne fragen, falls euch Fragen einfallen. Nee, es ist so wirklich aus dem Leben, wie du schön, sprichst, total ja, lebendig. Also ja, es ist so, ne, Dinge, okay, um die man vielleicht weiß, und trotzdem ist es so aus deinem Munde, es ist so direkt mit dem Leben verbunden, ne? Das ist so immer wieder eine Erinnerung. So ist es, und es ist in jedem Moment anwendbar. Ja, und es bedarf keiner großen Mühe und Anstrengung. Im Gegenteil, es ist, gar nicht. Gibt einfach nur Freude, ja, auf beiden Seiten. Ja, so ist es auch. So ist es. Und das empfinden die Menschen auch so. Ein Anteil von dieser Streitberg-Methodik, mit der ich also in Team-Coachings bin, ist zum Beispiel auch die Biografiearbeit. Und wie oft erlebe ich in dieser Arbeit, auch in Einzelcoachings, dass ein Satz
ein ganzes Leben verändern konnte. Und wie schön, wenn der Satz ins Positive verändern konnte. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Biografiepartner, der kannte noch den Namen des Lehrers, der ihn ermutigt hat, Deutsch, also der ihn ermutigt hat, einen Deutschaufsatz vorzulesen und ihn so tief in der Seele getroffen hat, dass er gesagt hat, ich weiß, du kannst das. Und das war der Auslöser für diesen damals Schüler, ins Gymnasium zu gehen und dann den Weg weiter fortzusetzen, weil er bis dahin keine Wertschätzung erfahren hatte. Oder ein bisschen näher an der Geschichte ist zum Beispiel, ich weiß um diese Kraft der Worte. Mein Sohn war in der siebte Klasse vielleicht und war in Mathe immer nicht ganz so fleißig, wie er es hätte sein können. Und er hatte eine Schulaufgabe und ich wusste, er hatte nichts gelernt. Aber er ist ein Bursch, das weiß ich eben auch. Und ich habe ihm einfach beim Gehen ganz tief in die Augen geguckt und ich habe gesagt, ey, ich weiß, du kannst das. Das war auch ehrlich gemeint, also es war nicht geschleimt, weil er hat das Potenzial. Ja. Und wenn er nur halbwegs in der Schule aufgepasst hat, konnte er es auch umsetzen. Also so gestärkt ist er dann raus. Ich hätte natürlich auch toben können. Ja, du hast wieder nichts gelernt und kein Wunder, dass du dich jetzt fürchtest und. Können wir ja auch alles machen. Habe ich nicht getan. Er hatte eine 2 in der Schulaufgabe bekommen. Und ich bin dann im Anschluss irgendwann an diesen Elternsprechtagen beim Lehrer gewesen. Und er meinte, boah, er war total überrascht, dass mein Sohn eine 2 hatte. Sag ich, ja, ich war auch überrascht. Ich habe ihm dann die Entstehungsgeschichte der 2 erzählt. Und habe gesagt, dann versuchen Sie es doch genauso in der Klasse. Sie kennen das Potenzial der Kinder. Bringen Sie ihnen mehr Wertschätzung entgegen, statt immer nur dieses Druckgeschäft. Das funktioniert nämlich nicht. Es verändert sich auch. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie es verstanden haben, dass sie etwas Wertschätzendes schreiben und nicht immer dieses Rotstiftgeschäft. Das mag doch wirklich keiner. Wem bringt denn das was? Niemanden. Und das beginnt, und ich habe es jetzt letztens bei meinem jüngsten Sohn, der ist in der 10. Klasse, gesehen, in einer Deutschschulaufgabe stand erstmal etwas ganz Wertschätzendes drinnen und dann kamen schon auch die Korrekturen und die Anmerkungen, aber in einem Ton, der die Musik insgesamt sehr wertschätzend werden ließ. Also ich habe mir gedacht, ich hoffe und wünsche, dass es in den Schulen Einzug hält, mit Wertschätzung den Kindern zu begegnen und auch in den Unternehmen, damit diese ganzen Themen wie Burnout, das muss alles nicht sein, damit es alles einfach aufhört. Es kostet nicht mehr Energie, als schlechte Worte zu sprechen. Und es macht aber so viel Energie. Ich sehe, meine Zeit ist um. Es ist so großartig mit euch, naja, zu plaudern kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber dieses Forum bekommen zu haben, ja, es kommen jetzt noch mehr, kommen noch einige Referenten nach mir und die dürfen jetzt auch den pünktlichen Beginn haben, so wie ich ihn auch haben durfte. Auch das hat mit Wertschätzung zu tun. Dankeschön. Schön. Vielen Iris. Dank, Iris. Ja. Ah, du erinnerst mich, die Peppermint Lounge, ich weiß nicht, ob du dich noch an Elisa erinnert. Sie spielt jetzt, sie konnte das Männliche und Weibliche in uns spielen, theatralisch. Und das macht sie täglich aber in München. Ja. Ne? Sie ist ja auch schon in den Genuss gekommen. Ja. Und sie hat gesagt, das hat ihr Leben gerettet. Ne? Die war im Wigwam doch auch. Ja, genau. Okay. Genau, also du hinterlässt Spuren, Jeet. Und das ist schön so. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Ich danke euch. Liebe Grüße nach München und bis bald hoffentlich mal wieder. Ja. Bis bald. Bis danke. Bald. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ich mache Roland, ich mache eine kurze Unterbrechung aus technischen Gründen und starte gleich wieder. Damit, weil sonst nach einer bestimmten Zeit unterbricht. Also sind gleich wieder da. Stört das arg jetzt?